Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney Dual Destinies. Im letzten Part haben wir uns schon die erste Aussage von Professor Means angehört, wahrscheinlich vom Mörder. Und er behauptet, dass Juni die Täterin war und dass sie ihn bedroht hat, dass er sie doch verteidigen soll, weil er ansonsten als Mittäter dann gelten würde. Weil sie dafür gesorgt hat, dass er kein Alibi mehr hat. Also er will das alles ihr in die Schuhe schieben. Das war auf keinen Fall so. Aber jetzt werden wir hier schön Widersprüche finden, hoffe ich mal. So, die Angeklagte ist zu mir gekommen und sie wollte mir etwas sehr, sehr Wichtiges und Geheimes erzählen. Hold it! I doubt our client would have come to you with something like that. You have a point there. If only Professor Court had been alive, I suspect Juniper would have gone to her instead. So, our client came to talk to you after Professor Court was dead? Let's go through this step by step, shall we? First, Juniper came to me that day. Ja? Sie hat mich darum gebeten, meine Rede im Vorfeld aufzuzeichnen, das abzuspielen und dann in den Audio Room zu kommen, während der Scheinverhandlung. Hold it! Bam! Are you suggesting it was our client who told you to fake an alibi? You have every reason to be surprised. I too was shocked when she told me that. Simply put, Juniper has a secret that she wished to protect that badly. Is he kidding me? That lie couldn't been further from the truth. The problem is, how am I going to expose it? It was an earnest request from an outstanding student. How could I possibly have refused? Juniper hat dann den Mord gestanden und hat mich darum gebeten, dass ich sie vor Gericht freisprechen soll. Hold it! Oder halt einen Freispruch erzielen soll. Did you consider that a threat? Yes, but it's now you to whom she has passed her demands on to. Miss Sykes, you must realize that you too are being used by Juniper. What? Your Honor, I ask that you too do not let her feigned weakness and innocence fool you. Juniper Woods is quite clever and extremely tough. And perhaps most important of all, she is a fervent follower of my teachings. Das will ich nicht hoffen. Boah, Fina dreht richtig durch. Your Honor! The witness testimony is nothing but an attack on our client's character. Very well. Objection sustained. So be it. Nevertheless, the fact that she threatened me is immutable. Na, ja, das glaube ich nicht, dass sie dich bedroht hat. Sie hat auch gesagt, dass ich eben ein Mittäter werden würde, weil ich ja jetzt mein Alibi verloren habe wegen der Aufzeichnung. Hold it! How could you overlook such a threat? As a teacher, it's your duty to discipline students. Yes, well, perhaps I do have some serious reflection to do on this matter. I suppose it was just wishful thinking on my part. I wanted to believe that Juniper hadn't actually committed murder and that she hadn't meant to threaten me. Really? Please do explain. Long had I waited for a student who would embody my teachings. Does the witness realize what he is saying? Surely you must see the true meaning in my words. I am merely staying true to what I teach, and my methods are but a reflection of the times. Oh wow, his way of thinking is really warped, but I haven't heard any inconsistencies yet. I wouldn't be so sure. Really? The more he tries to avoid logical inconsistencies in his testimony, the more likely we see inconsistencies between his actions and words. It is a dark age in which I live, and there's much I would like to say on the matter. Okay, Athena hat jetzt gerade gesagt, dass sie vielleicht einen Widerspruch da erkannt hat. Ich habe keinen erkannt. Wir machen erstmal noch die letzte auf jeden Fall. Genau, aber als ich dann sagte, dass ich Juniper wirklich beschützen will, habe ich das einfach nur deswegen gemacht, weil es das Menschlichste ist, was ich da hätte tun können. Hold it! You were trying to protect our client? Yeah, right? He'd say anything to pin the blame on Juni. What a frightful look. I would ask that you not glare at me so. I've nothing but admiration for how Juniper was willing to go as far as to threaten me. That is why I'm protecting her by any means possible. She has been a model student. Liar! You're trying to pin the blame on her!
How am I going to show that what he's saying isn't what he's really thinking? You cannot possibly overturn my claims, so isn't it about time you admitted defeat? After all, if my unassailable logic is not truth, then what is? If he thinks I'm going to give in to his pack of lies, he's got another thing coming. I'm gonna find a hole in his story if it's the last thing I do. Even though he's rotten to the core, he's a total pro. I mean, that all made perfect sense. Yeah, but you can't believe a word he says. He's making this up as he goes along. He'll trip up on his own words yet. Time to see how consistently the professor's testimony matches up with his actual actions. Okay. Ja, ich muss den Widerspruch schon direkt finden. Wahrscheinlich bei 4, weil da hat Athena irgendwas gesagt. So, also Chuni hat zu ihm gesagt, hat ihn bedroht, dass er ein Mittäter werden würde, weil er kein Alibi mehr hat, wegen der Aufzeichnung. Und deswegen hat sie ihm eben gedroht, dass er sie auf jeden Fall verteidigen soll und dass er sie freisprechen soll vor Gericht. So, da muss ich jetzt einen Widerspruch finden. Nee, ich weiß nicht genau, das finde ich komisch irgendwie. Weil, ja, das ist sehr schwer, alle seine Aussagen sind auch ziemlich lang. Also die ganze Textbox ist immer gefüllt. Macht's auch nicht gerade einfach, warte mal kurz. Juniper wollte irgendwas Wichtiges mit ihm besprechen. Sie hat ihn darum gebeten, dass er sein Dings, seine Rede voraufzeichnet. Ja, okay, aber, oh, das ist jetzt schwierig. Weil wir, also das Tape. Boah, das ist voll kompliziert. Ich weiß nicht, hat er das auch schon zugegeben? Also er gibt ja zu, dass seine Rede im Vorfeld aufgezeichnet war. Hat er auch schon zugegeben, dass das Tape, dass das dann überspielt wurde mit dem Yoragana von Shuni? Weil, ich meine, er hat das ja Hugh gegeben, damit das Hugh wiederum der Polizei übergeben kann. Und das war ja gefälscht, im Endeffekt schon. Aber wir dachten ja ewig lang, dass es echt wäre. Und das hat ja total für Chuni als Mörderin gesprochen. Weil das war ja eine weibliche Stimme, die Yoragana gesagt hat. Und wir dachten ja, dass die einzig weibliche Person immer Chuni wäre. Und deswegen war sie ja auch die Angeklagte die ganze Zeit. Die Verdächtige. Also er behauptet, dass er... Entschuldigung. Er behauptet, vielleicht sogar dann doch das fünfte übrigens, das falsche. Ja, weil er behauptet, er wollte Chuni beschützen. Einfach aus Menschlichkeit. Aber warum hat er dann das blöde Tape eingereicht? Oder warum hat er das Hugh gegeben, damit es der einreichen kann? Weil das... Nein, ich wollte gar nicht... Scheiße, ich wollte nicht pressen. Sorry, ich habe mich verdrückt. Sorry. Wegdrücken. Weil, ne? Wenn er wirklich Chuni beschützen will, warum würde er dann einen falschen Beweis einreichen, der gegen Chuni spricht? Oder für sie als Mörderin? Das macht keinen Sinn. Wenn er eigentlich auf ihrer Seite war, angeblich. Also ich glaube, das ist es. Das ist aber schon eine komplizierte Denkweise, finde ich. Das ist nicht so offensichtlich. Aber ich glaube, dass es das ist. Das steht ja jetzt auch, das wurde ja geupdatet, dass es Professor Means an Hugh gegeben hat. Das ist ja auch ganz in seinem Stile, Beweise zu fälschen. Aber er hat den Beweis eben nicht gefälscht, um Chuni zu beschützen, sondern eher, um die Tat ihr anzuhängen. Also ich nehme das. Objection! Yeah, sehr schön. So let me get this straight. You were trying to help Miss Woods. Ha! That's nothing more than a bald-faced lie. No offense, Your Honor. Such defamation of my character and your hair follicles, Your Honor. It is an outrage. Miss Sykes will clarify her statement, but leave my hair follicles out of this time. Out of it this time. Yes, of course, Your Honor. Now please take a look at this. The witness gave this tape to Mr. O'Connor. Then he slyly whispered, take this to the police and tell them you found it. There was no whispering, slyly or otherwise involved. I simply did that out of kindness. Kindness? Aha. The tape contained our client's voice. In short, it is incredibly damaging evidence. Why would it even exist if the witness wasn't trying to pin the murder on our client? Dum, 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 dum.
They say the road to hell is paved with good intentions, but not yours. You never had good intentions, only lies to protect yourself while blaming another. You, Professor, are the embodiment of the dark age of the law. Oh yeah! Oh Gott. Ich hab Angst. Why, you little... You dare call my teachings and methods lies. Warum hat eigentlich in jedem Fall irgendein Charakter so eine krasse Verwandlung? Das geht ja jetzt noch, aber trotzdem. Themis Legal Academy is a proud institution. It's the most powerful in the world. You'll never forget what true education and lawyering means once I'm through with you. Huh? Professor Means? What's with your hair? Quiet! No talking in class! Ow! Homeroom, October 26. Aber es sind lustige Animationen. Das ist auch eine Tafel, die sich einfach hat. Das ist total cool. Eyes and ears up here, everyone. Homeroom is now in session. We will begin with the roll call. Athena's Ikes. Huh? Oh, hier? Apollo Justice? I'm fine! I mean here! Fool! The proper response is here without any extraneous information! Ouch! I mean, here! Next, Your Honor? Here! C-Class, that's the proper way to answer. Simon Blackwell? Er hat keinen Bock, er macht nicht mit. Jetzt bin ich gespannt, wenn er sich gegen Blackwell, wenn er sich mit ihm anlegen will. Das ist, glaube ich, keine gute Idee. I said Simon Blackwell. Are you here or not? There's always one, isn't there? Well, then I'll just mark you absent. Now, get out of my class this instant. Get out? Very well, if that is your wish. Who am I to defy my homeroom teacher? Is that such a good idea? Prosecutor Blackwell is free of his shackles! It just so happens I was a member of my high school's disciplinary committee. But is that really so shocking? Constabulary lapdog to teacher's pets. What a malleable mutt you are, Fulbright. Very good, Bobby. You just earned a gold star and a promotion to head disciplinarian. Alright. Class is now in session. Why do I have the sudden urge to go to the nurse's office with a stomach egg? Main point. Juniper is the killer. I am innocent. Das ist Quatsch, ey. Pay attention. I am not the killer. Juniper is. This will be on the next test, so we had better be listening. But Professor, you created the phony tape to pin the blame on Juniper. Plus, you were the only one who could have moved the body during the mock trial. Ich kann auch einfach reden, anstatt es hinzuschreiben. Please note, I was not at school. Athena, you disappoint me so, to think you would label me a murderer. Now pay attention. The murder occurred on the 23rd between 6 and 8 p.m. But I was already at home by that time. So how could I have been involved in this crime? Professor Means, can you really prove you had already gone home by that time? Can you prove that I was still at school? Können wir übrigens tatsächlich. Stimmt. Können wir. Doch können wir, Athena. No, I can't. So you admit it, but you just earned extra credit for your honesty. But you have also earned yourself laboratory cleaning duties until you graduate. Ah, I do enough of that at the office! Robin. No way, man! I totally object! Stimmt, Robin weiß es auch, dass er da war. Robin, I can't believe I fell for the professor's silver tongue lies. Why you? How dare you talk about your teacher like that? I'm not listening to you anymore, man!
No way, no how! Now, I have a confession to make. You know, those two statues that were on stage? I didn't make them all by myself! The statues on stage? Do I want to know where this is headed? I was able to finish one of them, but the last bell rang before I had time for the other one. So, I asked Professor Means to make it for me. In other words, the professor was there on the stage after the last bell. Ja, ich meine, wir haben doch sogar das Foto, oder nicht? Das hätten wir doch selber auch gewusst. Weil, da steht doch. Er hat ja gerade gesagt, von 6 bis 8 war er schon weg, aber... Nee, war er nicht. Also, wir hätten... Ich meine, das ist schön, dass es Robin aussagt, aber wir hätten Robin dafür gar nicht gebraucht. Aber ja, okay. Genau, aber ich würde übrigens erstmal sagen, das war's hier für diesen Part von Let's Play Phoenix Wright, Ace Attorney, Dual Destinies. Beim nächsten Mal wird's dann noch mit dem wahren Professor Means weitergehen. Er hat ja, ich meine, davor hat er ja eigentlich immer recht sympathisch gewirkt, bis halt auf seine Art, also halt auf seine Art, wie er die Dinge tut, die End justifies the Means und sowas. Aber er wirkte ja so auf den ersten Blick zumindest halbwegs sympathisch. Jetzt nicht mehr. Weder auf den ersten noch auf den zweiten Blick wirkt er sympathisch. Und wir werden dann hoffentlich ihn bald verurteilen können. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.